Wir sollten uns gut vorbereiten, bevor wir auf Erkundung gehen. Aber ich möchte lieber nichts tun, was Aufmerksamkeit auf mich zieht. Kindwurm und Skargler sind immer noch hinter der Karte her und sie könnten hier immer noch auf mich lauern. Ich hab's. Überlass mir einfach die Vorbereitung. Das kann ich gut. Und du versteckst dich besser, Schneebedeck. Lass dich nicht blicken. Danke dir. Ich werde mir in der Nähe ein Versteck suchen. Sobald du bereit für den Dungeon bist, Bidiza, komme ich heraus, um dich zu begleiten. Also mach dich einfach auf zum Dungeon, sobald du mit den Vorbereitungen fertig bist. Wir sehen uns dann. Verstanden. Gut, dann werde ich mich mal nach Schattstadt aufmachen, um alles vorzubereiten. Ich verlasse dich drauf. So, wir dürfen ein bisschen vorbereiten. Wir haben theoretisch Zugriff auf unser gesamtes Ersparnis, was momentan 315 Poke ist. Also gar nichts. Wir haben aber auch Zugriff auf das ganze Lager. Huch, Bidiza, lange nicht gesehen. Möchtest du das Lager verwenden? Ich werde auf alles, was du lagern möchtest, aufpassen, werte Erkunder. So, was haben wir denn überhaupt hier drin? Nicht allzu viel und vor allem nichts, was mir jetzt großartig weiterhilft. Das heißt, wir gehen einfach mal ohne Items in den Dungeon rein. Ja, hilft ja nichts. Die Bonus-Episoden sind zwar allesamt ziemlich knackig, was das angeht, aber... Moment... Ja, Tackle, Heuler und ein Igler haben wir hier. Das ist nicht sonderlich viel. So. Vorbereiten können wir ja gerade nicht wirklich was. Bidiza! Wir sind dann wohl soweit. Gut, lass uns zusammen die Sternhöhle erkunden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Schon okay, jawohl, ja. Wir müssen uns keine Gedanken machen, solange wir zusammen sind. Jawohl. Wir schaffen das, jawohl, ja. Na, dann geht's zur Sternenhöhle. Und wegen meinem werten Partner hier habe ich die ganze Zeit in diesem Dungeon mit Hagel zu kämpfen. Er hat keinen Status. Ja. Wenn er einen hätte, würden wir bei ihm seine Fähigkeit Hagelalarm sehen. Ist, dass wir ihn die meiste Zeit kämpfen lassen können. Das Schlechte ist, wir kriegen durch den Hagel mehr Schaden, als wir gegenheilen. Das ist das Einzige, was mich hier ein bisschen stört. Oh, ein Trefferort, das ist schön. Das ist schön. Damit können wir uns zumindest einmal komplett hochheilen, wenn uns der Hagel zu weit runterhaut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, dass das eine Sackgasse ist. Ist hier die Treppe. So. Ja, jetzt haben wir leider kein Geld da, oder? Hat eh nichts Interessantes hier. Ein Belebersamen, das ist doch äußerst schön.
So. Sind schon fast down. Gibt uns hier ganz schön gefährliche KP-Bereiche. So. Jetzt ist, glaube ich, mal der richtige Zeit, eine Sinelbeere zu essen. Schon in U6. Okay, hier geht's nirgendwo hin. Und hier ist eine Sackgasse, na super. Ich mag Sackgassen so sehr, wenn die Zeit gegen mich arbeitet. Was ist das für ein Orb? Ein Eilorb. Okay. Da ist die Treppe. Ein Top-Elixier. U7. Und da sind wir zumindest schon mal in der Mitte. Wir sind ziemlich weit gekommen. Müssten wir nicht bald den Ort, an dem Jirachi lebt, erreichen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Möglicherweise sind wir nah dran. Wir müssen nur noch ein bisschen weiter. Ist das so? Alles klar, strengen wir uns an. Ich gebe mein Bestes. Dann speichern wir hier mal ganz kurz. Tiefe Sternhöhle U1. Hey, hier hagelt's nicht. Das ist ja sehr toll. Ein Enton und ein Schlupok. Und jetzt hagelt's. Ach ja. Jetzt weiß ich auch gerade, warum es nicht gehagelt hat. Das Enton war schuld. Das Enton hat ja seine Fähigkeit Wolke 7 und die hebt alle Wettereffekte auf. Schon wieder ein Belebersam. Hey, was hat mich heute für ein Glück? Da haben wir es wieder. Enton ist weg und es fängt an zu hageln. Was sind denn das für endlos lange Gänge hier? Hier liegt noch ein bisschen Geld. Tiefe Sternhöhle U4. Level 11.
zumindest ein klein wenig stärker. Hier ein Strahlorb, Silbeere, Apfel und Treppe. Tiefe Sternhöhle. Nanu, das sieht wie eine Sackgasse aus. Anscheinend ist das der tiefste Teil, die Tiefen der Sternhöhle. Wo steckt Jirachi? Wer ist da? Wer ist das? Ist wirklich so leichtgläubig, den ganzen Weg voller Vertrauen hierher zu kommen. Was soll das? Lange nicht gesehen. Um genau zu sein, seit unserem Treffen in Schattstadt nicht mehr. Was macht ihr denn hier? Der Ort, an dem Jirachi Stern in der Sternhöhle leben soll, ist also... Ich dachte, Schneebedeck und ich seien die Einzigen, die mit Hilfe der Karte wussten, wie man hierhin gelangen kann. Warum seid ihr dann hier? Jirachi hat es hier nie gegeben. Was? Die Sternhöhle, Jirachi, das ist alles nur erfunden. Hat es alles nie gegeben. Du kannst mir glauben. Du wurdest hereingelegt, und damit du hierher kommst. Von uns, verstehst du? Was? Und was meinst du mit von uns? Wir sind eine Räuberbande. Man kennt uns als Team Schlingel. Wir legen andere herein und nehmen uns dann, was wir wollen. Wir sind Diebe, üble Lümmel, verstehst du jetzt? Wir sind Bösewichte. Und ich bin ihr Anführer, der großartige Schneebedeck. Neulich, als du vor dem Kekleonland standest, in Selbstmitleid versunken. Augenblick haben wir dich beobachtet. Als wir diesen Batzen Geld sahen, das war, als hätte man uns ein Zeichen gegeben. Da kam mir spontan eine Idee. Ohne Zweifel gehört das Geld in unsere Taschen, aber dich vor Ort in die Zange zu nehmen, das hätte nur für unnötiges Aufsehen gesorgt. Deswegen haben wir unsere kleine Show gestartet, um dich zu ködern. Das heißt, die Geschichte über die Sternhöhle und Jirachi ist... Komplett erfunden, haargenau. Naja, nicht ganz. Als wir die uralte Karte erbeuteten, waren wir ganz schön aufgeregt. Diese Legende über Wünsche, die erfüllt werden, das hätte Reichtum bedeutet. Also waren wir hier, um es herauszufinden. Nur, hier ist hier gar nichts. Eine Sackgasse, mehr nicht. Wie enttäuschend. Nur eine Fälschung, diese Karte, das ist alles. Immer noch erbost kamen wir nach Schattstadt. Und da warst du. Pech gehabt. Dein Geld, das nehmen wir. Mach dich bereit. So... Dann schauen wir mal, ob wir das schaffen können. Okay. Schauen wir mal, ob wir irgendwas treffen. Während der Verwirrung, was zu treffen, ist immer schwierig. Belebersamen. Aber hey, ich habe den Kampf immerhin mal wieder gewonnen. Ist aber egal, weil den Kampf hätte ich auch verlieren dürfen. Naja. Das ist härter als erwartet. Ja, trotz deiner Schwäche lehnst du ab, damit wir auch noch fragen müssen. Mach schon, gib uns das Geld. Nein, nein, das Geld,
Das ist mir wirklich sehr wichtig. Was glaubst du, wer du bist? Ah, ein wahrer Dickkopf. Hey, zum letzten Mal. Wir nehmen es uns mit Gewalt, wenn wir müssen. Jawohl! Wartet! Wie? Was? Erstens, nicht den Plagen entsagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Hi Jungs. Die Knuddelluftgilde ist da. Uh-oh. Ihr alle? Ihr wagt es nicht, unseren Lehrling anzufassen. Macht euch besser bereit. Was machen wir nun? Gegen die berühmte Knuddelluftgilde anzutreten? Wartet, lauft nicht davon. Das sind doch nur billigste Gerüchte über den legendären Ruf dieser Gilde. Genau wie das, nachdem hier Hierarchie wohnt. Tut es nicht, tat es nie. Versteht ihr? Gerüchte. Ihr lasst euch einschüchtern von dem Gerücht, dass die Knuddelluftgilde ungeheuer stark sein soll. Wir machen sie fertig. Zeigt, was ihr drauf habt. Juhu. Alle zusammen, los geht's. Luffy. Die haben Nerven, sich gegen die anzulegen. Wirklich. So. Plaudergeil übertreibt hier voll. Zum Glück ist das bei mir daneben gegangen. Ich mach lieber nochmal einen Einigler. Für den Fall, dass nochmal sowas kommt. Er hat Krebskopf eingefroren. Aber jetzt ist er weg. Stark. Denkt mal drüber nach, eure Untaten sein zu lassen. Hey, hey! Geht es dir gut, Biriza? Danke euch allen. Nur weil ihr mir geholfen habt, bin ich noch wohl auf. Aber was macht ihr alle überhaupt hier? Plaudergeil hat uns erzählt, wie eigenartig du dich verhalten hast. Plaudergeil hat... Du hast dich wirklich sehr eigenartig benommen. Vollkommen abwesend, gemurmelt und eigenartig gegrinst. Und dann hast du plötzlich ein bisschen freie Zeit beantragt. So habe ich mit dem Gildenmeister gesprochen. Und bin dir zudem heimlich gefolgt, um zu sehen, was du vorhast. Wirklich? Ich sage dir eins. Ich habe es nicht gemacht, weil ich dir nichts zugetraut habe. Nein, vielmehr habe ich mich um dich grundsätzlich gesorgt. Du hast dich wirklich sehr eigenartig benommen. Ich musste die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass du der Gilde den Rücken kehrst. Das wollte ich selbst überprüfen. Versteht das bitte nicht falsch. Gut ausgedrückt. Sehr gut formuliert, ehrlich. Plaudergeil, du hast uns allen von, dass du uns allen von BDC erzählt hast. Du hast dir wirklich Sorgen gemacht, hey. Psst, still. Und warum wir alle hier sind. Zuerst wollten nur der Gildenmeister und ich dir folgen, um dich zu beschützen, BDC. Aber zum Schluss wollten alle mitkommen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Als wir hörten, dass du dich sonderbar verhältst, BDC. Wir konnten das nicht einfach ignorieren. Wir hatten dein Training stets streng gestaltet. Aber natürlich sorgen wir uns auch sehr um dich, Biriza. Deswegen, Biriza, sind wir so froh, dass du in Sicherheit bist. Ihr alle, ich bin wirklich froh. Ihr habt das alles nur für mich getan. Aber jetzt habe ich euch allen wieder umstellen bereitet. Ich kann wohl einfach nichts richtig machen, jawohl, ja. Was? Das stimmt ja wohl gar nicht. Keiner hätte es allein mit einer Räuberbande aufnehmen können. Hey, hey. Du bist viel stärker geworden. Du machst dir zu viele Sorgen zu scheitern.
Aber genau auf diese Art gewinnst du an Stärke. Das macht die besten Erkunder erst zu dem, was sie sind. Deswegen sollte einem das eigene Scheitern nicht peinlich sein. Gildenmeister, alle miteinander. Ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen, wahrhaft. Es tut mir leid, dass ich euch auf Trab gehalten habe. Von nun an werde ich keine Angst mehr vor dem Scheitern haben. Ich werde mich gedulden und mein Bestes geben. Genau. Diese Räuberbande war echt ein bisschen schwach, oder? Hey, das stimmt. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Das hier ist also die Sternhöhle. Dass sie einfach so aufgeben und nach Hause laufen. Hey. Was? Aber hier ist doch nichts mehr, oder? Alles, was es hier gibt, ist eine Sackgasse. Kein Jirachi, oder? Hey, Bidiza! Schon vergessen? Wir sind ein Erkundungsteam! Richtig, und wir sollten uns nicht so einfach geschlagen geben. Vielleicht ungefähr hier. Luffy! Donnerwetter, die Wand ist eingestürzt. Jetzt ist dort eine große Öffnung. Also, geht die Höhle noch weiter? Alle zusammen, los geht's! Ich wette, dass es eine seltene Pokémon-Hierarchie dort auf uns wartet. Denken wir schon mal drüber nach, was wir uns wünschen wollen. Hey, hey! Auweia, ich bin so aufgeregt. Alle miteinander, wartet einen Augenblick. So schade, aber wir können nicht alle weitergehen. Was? Warum nicht, Geldmeister? Diese Erkundung, es ist und bleibt die Erkundung von Bidiza. Was? Meine, oh Donnerwetter. Ja genau, die von Bidiza. Du hast die Karte erhalten, Bidiza. Und du bist derjenige, der bereits den ganzen Weg bis hierher gekommen ist. Deswegen sollst du allein weitergehen, Bidiza. Oh ja, wenn du das so sagst. So soll es sein. Wir können dich nur bis zu diesem Punkt unterstützen. Der Rest der Höhle gehört dir, Bidiza. Nutze deine Stärken und streng dich an, damit diese Erkundung erfolgreich wird. Gildenmeister, danke vielmals, jawohl, ja. Bidiza, gib dein Bestes. Aber erzähl uns danach alles über deine Erkundung. Gib dein Bestes. Ja, alle, ich danke euch so sehr. Okay, dann mal los. Ich bin weg, jawohl, ja. Ich gebe mir Mühe mit der Erkundung, jawohl, ja. Hey, alles Gute. Ich wäre so gern dabei. Das schaffst du schon, Bidiza. Ach ja, ich find's immer wieder toll, wie Knuddeluff hier einfach mal so mit einem Schrei die ganze Wand umhauen kann. Ah ja, gib dein Bestes. Da geht er, hey. Übrigens, Gildenmeister, du warst heute wieder so sehr cool, wie immer. Juhu! Findest du? Genau! Die Erkundung von Bidiza zu überlassen war eine sehr großzügige Geste, finde ich. Gerade weil Jirachi Wünsche erfüllt, nicht wahr? Dabei hättest du dir so viele perfekte Äpfel wünschen können, wie du essen kannst. Oh. Selbstverständlich, der Gildenmeister ist so edel und bescheiden. Persönlichkeit und Präsenz. Eine unwiderstehliche Ausstrahlung und natürliche Autorität. Er kann froh sein, Lehrlinge in seiner Gilde sein zu dürfen. Hey, hey. Auch ich kam wegen meiner Begeisterung für den Gildenmeister zur Gilde. Alle mal hier hören. Der beste Schüler des wunderbaren Gildenmeisters, das bin ich. Nur damit ihr das nicht vergesst. Ich gehe jetzt. Hey. Alle den Gildenmeister aufhalten! Gildenmeister, das geht nicht. Auweia, der Gildenmeister wehrt sich. Oh, er ist so stark. Au! Wir müssen ihn aufhalten, alle miteinander, was auch passiert. Aber der Gildenmeister, er ist so cool, so abgeklärt. Spitze. Ach Gott, ich liebe diese Gilde.